Hallo und willkommen zu einem Video der etwas anderen Art. Statt der üblichen unkommentierten Kamerafahrten wollte ich euch heute einmal durch Dortmund im Jahre 1909 führen und dabei so ein bisschen mein Modell zeigen und den Marktplatz, wie er zu der damaligen Zeit aussah, und die eine oder andere interessante Geschichte dazu erzählen. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Zum einen sind die unkommentierten Kamerafahrten zwar ganz hübsch anzusehen, aber vielfach gar nicht so gut verortbar. Zum Beispiel die Kamerafahrt durch die Wissstraße. Das ist nicht wirklich gut verständlich, was denn dort eigentlich zu sehen ist. Zum anderen, der reine Modellbauteil ist gar nicht das Aufwendigste. Ungefähr 2/3 der Zeit fließen allein in die Recherche nach Informationen. Und das wäre ein bisschen schade, wenn die Informationen, die lassen sich halt nicht so gut in Modelle integrieren und in unkommentierte Fahrten, wenn die so gar nicht irgendwo bei euch ankommen würden. Ich werde euch also auch die eine oder andere interessante Geschichte erzählen, die ich so in Archiven, alten Unterlagen, Büchern und Zeitungen gefunden habe. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin auch nur Laie. Das heißt, ich habe mir vieles erst anlesen müssen und liege vielleicht auch nicht immer ganz richtig. Deswegen, falls ihr weitere Infos habt, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir zukommen lassen könntet. Denn es gibt immer wieder neue, interessante Aspekte zu entdecken und selbst ein kleiner Zeitungsartikel kann schon eine völlig neue Sicht auf die Dinge eröffnen. Nach dieser Einleitung nun zum Markt selbst. Den könnt ihr ja schon die ganze Zeit hier im Hintergrund sehen. Viele würden jetzt annehmen, dass der Markt heute und damals ja mehr oder weniger derselbe ist. Viele kennen ihn ja auch ganz gut. Aber das ist nicht ganz der Fall. Es gab so diverse Änderungen in der jüngeren Geschichte. Der Marktplatz heute hat also nur grob Ähnlichkeit mit dem mittelalterlichen Markt. Aber auch der Marktplatz 1909 war schon gewissen Änderungen unterworfen gewesen, wie wir nachher noch sehen werden. Die größten Änderungen gab es aber nach dem Zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau. Wie überall in der Innenstadt gab es größere Umlegungen und der Markt wurde dabei um 5 Meter nach Süden verschoben, was schon eine ganz große Hausnummer ist. Und es fielen auch so diverse Straßen und ein paar andere Details am Markt weg. Aber nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg gab es größere Änderungen. Eine der wichtigsten Änderungen war 1910 bis 12 der Erweiterungsbau von Althoff. Althoff ist heute besser bekannt als Karstadt. Die waren ziemlich erfolgreich und brauchten bereits wenige Jahre nach ihrer Eröffnung ein Erweiterungsgebäude und da bot sich die Fläche am heutigen Hansaplatz an. Das hatte dummerweise zur Konsequenz, dass ein paar Straßenverbindungen gekappt wurden und ein paar weitere Konsequenzen, die sich bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erstreckten. Städtebaulich war es nämlich gar nicht so einfach, diese durch die Altdorf-Erweiterung geschaffene neue Situation am Hansaplatz irgendwie sauber zu einem Abschluss zu bringen. Man wusste nicht genau, wie man die Nordseite dort sauber bebauen sollte, ohne großflächig Dinge am Markt selbst ändern zu müssen. Das Schöne nun am Jahr 1909 ist, dass diese Probleme alle noch nicht so richtig da waren. Es gab zwar schon Überlegungen zu einer Althoff-Erweiterung, aber sie war halt noch nicht umgesetzt. Das heißt, das ganze alte Straßennetz Dortmunds um den Markt herum war noch da. Wer jetzt allerdings an einen mittelalterlichen Marktplatz für das Jahr 1909 denkt, der irrt. Architektonisch war der Marktplatz vom Historismus geprägt und wirklich alte Gebäude gab es nur sehr wenige. Das lässt sich natürlich nicht immer ganz eindeutig sagen, weil die Unterlagen geben das nicht so direkt her. In dem einen oder anderen Fall mag sich also hinter der eher modernen Fassade vielleicht noch ein mittelalterlicher Kern befunden haben. Bei den Überlegungen zum Alter ist vielleicht auch noch ganz interessant die Frage, wie alt ist eigentlich der alte Markt selbst? So genau kann man das leider nämlich auch nicht beantworten. Es gibt da verschiedene Theorien. Eine besagt zum Beispiel, dass er im Rahmen einer Stadterweiterung um das Jahrtausend entstanden ist.
Das Problem ist aber, die Stadterweiterung selbst ist eigentlich nicht so richtig greifbar. Es geht nur um Vermutungen dabei. Die andere Theorie besagt, dass der Markt nach dem großen Stadtbrand von 1232 angelegt wurde. Nun aber wieder zurück zum Jahr 1909. Wo befinden wir uns? Da vorne seht ihr die Reinoldikirche und die Marienkirche zur groben Orientierung. Beide haben ja den Zweiten Weltkrieg überstanden, wenn auch leidlich, und man kann sie bis heute am Markt sehen. Vor uns sehen wir nun die Nordseite des Marktplatzes. Dieser hat sich städtebaulich gar nicht so stark verändert im Laufe der Jahre. Schauen wir uns das einmal genauer an. Vor uns sehen wir die drei Marktstraßen. Die erste, die zweite und die dritte Marktstraße. Alle drei verbinden den Markt mit dem Hellweg. Die zweite und die dritte Marktstraße heißen heute Salzgasse und Am Trissel. Architektonisch hat sich natürlich an der Nordseite wie an allen Seiten des Markts eine ganze Menge getan. Gleichwohl finden wir hier das älteste noch erhaltene Gebäude am Markt, und zwar das mit den Fachwerkobergeschossen. Heute fehlt natürlich der Fachwerkteil des Gebäudes, denn im Zweiten Weltkrieg hat es einiges abbekommen. Wer nun aber denkt, oh, Fachwerk, das muss aber alt gewesen sein, dem empfehle ich einfach mal auf die Seite zum Westen Hellweg zu gehen und ein bisschen nach oben zu schauen. Dort findet sich nämlich die Jahreszahl 1905. Errichtet wurde es durch den Delikatessenhändler Julius Schernay und es war für die damalige Zeit wohl ein ziemlich moderner Bau gewesen, denn sogar die Zeitung berichtete darüber, dass dort die Decken aus armiertem Eisenbeton errichtet wurden. Was einer der Gründe gewesen sein dürfte, warum das Gebäude den Zweiten Weltkrieg überstanden hat. Heute kann man übrigens an dem Gebäude ganz gut die Verschiebung des Marktplatzes nach Süden erkennen. Eine größere Änderung gab es dann doch an der Nordseite, und zwar diese Ecke hier, die sich einst zwischen den Häusern 3 und 5 befunden hat. Die Ecke, oder vielmehr der kleine Platz, muss sehr alt gewesen sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich dann aber entschieden, ihn komplett zu überbauen. Es gibt aber noch einige Prozessunterlagen aus dem Reichskammergericht, die einen kleinen Einblick in die Geschichte erlauben. Unter anderem zu einem Gewölbe, das sich dort einst befunden hat. Das ist aber ein Thema für ein andern Mal. Hier auf der Ecke befindet sich die Adlerapotheke, genauso wie heute auch noch. Es ist aber nicht mehr dasselbe Gebäude, denn die Adlerapotheke wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach Plänen von Steinbach und Luther neu erbaut. Das Problem beim historischen Gebäude war nämlich, dass es aus Sicht der Stadt im Weg stand. Man wollte die Durchfahrt der ersten Marktstraße verbreitern, denn wie ihr seht, die Straßenbahn fuhr damals noch über den Markt drüber und das war gerade an Markttagen eine ziemlich enge Geschichte. An Markttagen standen die Händler nämlich nicht nur auf dem Markt selbst, sondern wirklich überall zwischen der Reinoldikirche und dem neu angelegten Hansaplatz. Nun zur Ostseite. Diese wird dominiert vom Nordsternhaus, einem Neubau. Errichtet wurde es zwischen 1906 und 7 nach Plänen der Architekten Kaiser und von Grossheim. Das Jahr 1906 und 7 wird uns noch ein paar Mal begegnen. Es gab damals eine sehr rege Bautätigkeit. In diesem Fall wurde dafür auch gleich ein ganzer Häuserblock abgerissen, einschließlich des alten Stadthauses. Heute befindet sich hier das Gebäude des Industrieclubs und wer am Markt einmal nach oben schaut, kann auch ein Foto des Nordsternhauses an der Fassade erkennen. Nordstern, oder genauer die Lebensversicherungsaktiengesellschaft Nordstern aus Berlin, hat hier eine Art Zweigstelle errichtet. Das Gebäude war aber größtenteils vermietet, unter anderem an das Restaurant Unionbräu der Union Brauerei. Die haben fast das gesamte Erdgeschoss eingenommen und gruppierten sich um einen Lichthof herum. Aber auch Teile der Obergeschosse waren an die Union Brauerei vermietet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude größtenteils zerstört. Es gab wohl Überlegungen, die Fassade am Markt zu erhalten, das wurde aber relativ schnell wieder verworfen. Eingerahmt wird das Nordsternhaus von zwei Straßen. Auf der einen Seite ist das der Schuhhof, diesen gibt es bis heute, durch ihn gelangt man zum Marienkirchhof. Auf der anderen Seite war dies hingegen die Kölnische Straße. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in diesem Bereich allerdings das Straßennetz neu geordnet, auch bedingt durch die Anlage der neuen Kleppingstraße.
Dies hatte zur Folge, dass dabei die Betenstraße hier erhalten, die Kölnische Straße hingegen hier zu sehen, überbaut wurde. Wer sich dabei über den Namen Kölnische Straße wundert, sowohl die Straße als auch der Name sind sehr alt. Bereits 1516 ist sie als Kölsche Straße urkundlich bezeugt. Sie verband früher Kleppingstraße und Rosenthal mit dem Markt. Wie das Schild schön zeigt, befand sich an ihr das Restaurant und Hotel Kölnischer Hof. Der Kölnische Hof war eines der bekanntesten Restaurants und Hotels in Dortmund um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Zuvor befand sich an seiner Stelle der Kleppinghof. Dieser war einer der großen Patrizierhöfe der Stadt. Von ihm hat auch die Kleppingstraße ihren heutigen Namen. Zuvor hieß sie Klettergasse. An dieser Stelle könnt ihr ganz gut sehen, dass damals durch die Betenstraße noch die Straßenbahn fuhr. Wer sich dabei über die Enge wundert, ursprünglich war die Betenstraße, die ja zum Neutor führte, noch sehr viel enger. Als man 1881 die Pferdeeisenbahn in Dortmund baute, musste man sogar das Eckhaus, das hier stand, abreißen, sonst hätte die Straßenbahn nicht hindurchgepasst. Wer an dieser Stelle über den Namen Pferdeeisenbahn gestolpert ist, die Straßenbahn wurde anfänglich noch von Pferden gezogen. Nun aber zur Westseite. An dieser befindet sich ein weiterer Neubau aus der Zeit 1906 bis 7, nämlich das Gebäude des Dortmunder Bankvereins, errichtet nach Plänen des Kölner Regierungsbaumeisters Karl Moritz. Im größten Teil des Gebäudes befanden sich übrigens anfänglich Wohnungen für die Direktoren. Neben dem Dortmunder Bankverein finden wir noch eine ganz besondere Situation, die es so heute auch nicht mehr gibt. Hier münden nämlich gleich drei Straßen in den Markt hinein. Die Schwarze Brüderstraße, die Silberstraße und der Karpfenboot. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, münden letztere nur in die Schwarze Brüderstraße und dann zwei Häuser später diese in den Markt. Aber optisch fällt das kaum ins Gewicht. Die Schwarze Brüderstraße und die Silberstraße enden heute an der Hansastraße zu beiden Seiten des Dominikanerklosters. Sie führen nicht mehr zum Markt. Der Karpfenboot hingegen wurde zwischen 1904 und 1910 komplett aufgegeben. Er verlief einst über die Hansastraße und den Hansaplatz. Sein Name leitet sich wahrscheinlich von einem Karpfenteich ab, der sich im Mittelalter hier befunden haben soll. Vor uns, dort wo die drei Straßen zusammenlaufen, sehen wir das Gasthaus zum Drachen. Der Drache war eines der bekanntesten Gebäude Alt-Dortmunds. Er fand sogar Eingang in die 1894 publizierten Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Dortmund statt. Erstmals erwähnt wurde der Drache 1393. Das Gebäude selbst stammte aber vermutlich aus dem Jahre 1658, denn diese Jahreszahl fand sich zusammen mit einem Spruch am Balken über dem Eingang. Es ist also davon auszugehen, dass es in diesem Jahr erneuert wurde. Wie tiefgreifend, das lässt sich aber nicht mehr feststellen. 1910 wurde der Drache für die Erweiterung des Kaufhauses Althoff abgebrochen. Wegen seiner Bekanntheit wurde aber beschlossen, alle wiederverwendbaren Teile einzulagern für einen möglichen Wiederaufbau an anderer Stelle. Was mit diesen Teilen hinterher passierte, konnte ich leider noch nicht herausfinden. Möglicherweise haben sich ja einige bis zum heutigen Tage im Städtischen Museum oder anderswo erhalten. Es wäre jedenfalls nicht das erste Gebäude, das noch in Fragmenten erhalten ist. Und noch als kleine Anmerkung, mit der Ersterwähnung 1393 ist das Gasthaus zum Drachen auch älter als die Krone am Markt, zu der wir gleich noch kommen. So viel zur Westseite. Kommen wir nun zur alten Schauseite des Marktplatzes, der Südseite. Viele kennen vermutlich die Bilder mit insbesondere dem Rathaus und dem Bibliotheks- und Sparkassengebäude. Beide zusammen waren ja eines der beliebtesten Fotomotive in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und sind auch durch zahllose Ansichtskarten überliefert. Aber auch heute noch finden sich verschiedene Abbildungen der Südseite am Alten Markt.
So schmücken die drei Gebäude Krone, Spiegel und Rathaus in ihrem Erscheinungsbild der 1860er die Fassade der neuen Krone am Markt. Und auch das alte Rathaus für sich ist mit seiner markanten Silhouette an verschiedenen Stellen verewigt. Nicht nur auf der Gedenktafel, die, so muss man leider sagen, weder am richtigen Ort hängt, noch das Geschehen korrekt wiedergibt. Aber schauen wir uns doch erstmal allgemein die Seite an. So wie sich die Südseite nämlich 1909 präsentierte, sah sie nicht immer aus. Seit dem Mittelalter gab es hier im Gegensatz zu den anderen Seiten des Marktes mehrere tiefgreifende Veränderungen. Schauen wir uns doch einmal beispielsweise diesen Platz hier an. Dieser war bis 1891 noch bebaut. Darunter das wahrscheinlich höchste Fachwerkhaus Alt-Dortmunds sowie das Geburtshaus von Friedrich Arnold Brockhaus, dem Begründer des gleichnamigen Verlages und der Enzyklopädie. Eingerahmt wird der Platz von zwei Straßen, der Balkenstraße und der Wissstraße. Beide münden auch heute noch in den Markt, nur auf etwas andere Weise und nicht mehr so offensichtlich, weshalb sich vielleicht der ein oder andere gerade etwas wundert. Die Balkenstraße führte früher vom Markt bis zum Südwall. Heute ist nur noch der Abschnitt zwischen Brauhausstraße und Neuem Rathaus als Straße erkennbar. Allerdings gibt es in ihrer Verlängerung heute eine Passage durch das Kronen- und Sporthausgebäude, in etwa im alten Straßenverlauf. Die Wissstraße hier wurde zwar nicht überbaut, dafür aber ein gutes Stück nach Westen verlegt und mündet heute ungefähr an dieser Stelle in den Markt. Sie bildet gleichzeitig heute die Ostseite des Hansaplatzes. Auch die Wissstraße führte einst bis zum Wall, genauer zum Wissstraßentor. Und in gewisser Weise tut sie das bis heute. Nur ist ihr südlichster Abschnitt seit Ende 1909 Teil der Hansastraße. Das bekannteste Gebäude an der Südseite oder des gesamten Marktplatzes war sicherlich das alte Rathaus. Grob datieren kann man es auf das frühe 13. Jahrhundert. Wann genau es errichtet wurde, wissen wir leider nicht. Es gibt hierzu nur Vermutungen. Es war damit aber das älteste erhaltene steinerne Rathaus Deutschlands bis zu seinem Abriss nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war ursprünglich im Besitz der Grafen von Dortmund und wurde 1241 vom Rat zusammen mit anderen Häusern und Rechten gegen eine jährliche Abgabe erworben. Der Rat selbst saß jedoch nur im Obergeschoss. Im Erdgeschoss verkauften die Tuchhändler ihre Waren, quasi wie ein mittelalterliches Kaufhaus. Und wer sich über die Treppe in der Vorhalle wundert, dort befand sich das Niedergericht, wobei der Richter auf der obersten Treppenstufe saß. Im 16. Jahrhundert kam es dann zu mehreren Anbauten, darunter die Schreiberei, das ist der Anbau mit dem kleinen Giebel, und im rückwärtigen Bereich der Archivturm. Danach ging es mit der Stadt auch infolge des 30-jährigen Kriegs bergab und das Rathaus wurde wie viele Gebäude vernachlässigt. Der alte gotische Treppengiebel musste wegen Baufälligkeit abgebrochen werden. Im 19. Jahrhundert dachte man dann mehrmals über einen Abriss nach. Stattdessen wollte man an selber Stelle ein modernes Rathaus errichten. Erst Friedrich Kulrich gelang es, wieder ein Bewusstsein für den Wert dieses historischen Hauses zu schaffen. Und es wurde dann 1897 bis 99 unter seiner Leitung wiederhergestellt. Dabei erhielt es auch seinen neuen neogotischen Treppengiebel. Im Zweiten Weltkrieg wurde das alte Rathaus wie fast alles in der Altstadt schwer beschädigt. Im Gegensatz zu den noch erhaltenen Stadtkirchen entschied man sich hier aber gegen einen möglichen Wiederaufbau. Bereits 1947 ließ man die Ruine kurzerhand abreißen, um den Marktplatz in der Folge architektonisch neu gestalten zu können. Neben dem Rathaus befand sich, etwas zurückversetzt, das 1906 bis 8 errichtete Bibliotheks- und Sparkassengebäude. Es war sowohl über eine Brücke als auch unterirdisch mit dem alten Rathaus verbunden. Die Brücke verband Festsaal und Lesesaal, der Tunnel den alten und den neuen Teil des Ratskellers, einer im Zuge der Wiederherstellungsarbeiten am Rathaus eingerichteten Lokalität. Architekt der Bibliothek war wiederum Friedrich Kulrich. Beim Entwurf legte er großen Wert darauf, dass sich das neue Gebäude mit seiner Marktseite dem Rathaus unterordnete. Auf dem Platz vor dem Gebäude befand sich ein bereits 1901 errichteter Brunnen, heute besser bekannt als Bläserbrunnen.
Der Name Bläserbrunnen bürgerte sich aber erst nach einiger Zeit wegen der Brunnenfigur ein. Anfangs wurde er entweder nach seinem Stifter Buchholzbrunnen oder schlicht profan Marktbrunnen genannt. Heute befindet sich die Figur auf dem neuen Bläserbrunnen mehr in der Mitte des Marktplatzes. Der Rest des alten Brunnens ist hingegen, nachdem die Stadt keine Verwendung mehr für ihn hatte, in Privatbesitz übergegangen und so zumindest vor seiner Vernichtung bewahrt worden. Das nächste Gebäude, was ich euch zeigen möchte, ist etwas unscheinbar. Aber auch hinter dieser unscheinbaren Fassade steckt Geschichte. Es ist das sogenannte Haus zum Spiegel, der östliche Nachbar des alten Rathauses. Die Fassade selbst ist eine spätere Zutat. Das restliche Haus stammt hingegen wahrscheinlich noch aus dem 16. Jahrhundert, möglicherweise im Bereich des hinteren Kellers sogar noch aus dem Mittelalter. Im Innern des Gebäudes hat wiederum Friedrich Kulrich auch Reste von Schnitzereien sowie eine Renaissance-Türfüllung finden können. Erstmals urkundlich sicher genannt wurde das Haus zum Spiegel 1388. Der Name geht dabei vermutlich auf den Freistuhl zum Spiegel zurück, der sich einst hier befunden hat. Es gab nämlich nicht nur den heute noch bekannten Freistuhl an der Fehmlinde am Hauptbahnhof, sondern noch ein paar mehr in der Grafschaft Dortmund. Der Freistuhl zum Spiegel befand sich dabei dort, wo hier das Gebäude zu sehen ist, auf einem damals noch freien Platz. Das alte Haus selbst lag ca. 10 Meter weiter hinten. Wahrscheinlich 1538 wurde dann der Platz nach der Aufgabe des Freistuhls überbaut, möglicherweise unter Einbeziehung des alten Hauses zum Spiegel. Neben dem Spiegel seht ihr die auch heute noch bekannte Krone am Markt. Das Gebäude hier ist aber weder das heutige noch ein historisches. Erbaut wurde es in der Zeit um 1870. Gleichwohl ist der Name wiederum relativ alt. Die Ersterwähnung datiert auf 1430. In der Krone am Markt hat auch die Kronenbrauerei ihren Ursprung. Anfang der 1870er zog die Brauerei aber auf das Gelände der Kronenburg an der Märkischen Straße. Die alten Brauereiräume wurden umgebaut und in das Gasthaus einbezogen. Der Name Krone am Markt ist, wie schon eingangs erwähnt, auch heute noch bekannt. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde hier unter Einbeziehung der Grundstücke von Spiegel und altem Rathaus Mitte der 50er das jetzige Gebäude errichtet. Nach diesen doch recht bekannten Gebäuden an der Südseite wollte ich euch nun zum Schluss zwei eher unbekannte Bauten einmal kurz vorstellen. Das erste Haus ist das Gasthaus zum Sauren. Das Lokal existiert bis heute, liegt aber jetzt ein Stück weiter die Wissstraße hinauf. Anzumerken ist, dass von dem Lokal mehrere Schreibweisen und Varianten existierten. Die jeweils korrekte Beschriftung für jede Seite zu recherchieren, ist daher nicht ganz trivial. Auch dieses Gasthaus ist relativ alt, jedoch führte es früher den Namen Im Fall. Auch hier gab es eine Brauerei, doch darum soll es hier nicht gehen, denn zum Gasthaus gehörte rückwärtig gelegen der sogenannte Alte Kaisersaal. Der Alte Kaisersaal war ursprünglich Teil des Wickedehofs, einem weiteren Patrizierhof, und wurde wahrscheinlich im 14. Jahrhundert errichtet. Den Namen Kaisersaal hatte er, weil auf dem Wickedehof 1377 Kaiser Karl IV. Bei seinem Besuch in der Stadt übernachtete. Und man nahm einfach an, dass es dann wohl in diesem Wohnhaus gewesen sein müsste. Wahrscheinlich ist das aber mehr Legende als Wahrheit, denn 1377 dürfte der Kaisersaal noch ein massives Lagerhaus gewesen sein. Erst nach 1400 ist er zum Wohnsaal umgebaut und dabei reich mit Fresken ausgestattet worden. Kaiser Karl IV. Hingegen dürfte im 1823 abgebrochenen Haupthaus übernachtet haben. Der Kaisersaal ist leider mit allen anderen Gebäuden dieser Häuserinsel zwischen 1929 und 1932 abgebrochen worden. Die noch erhaltenen Fresken hatte man zwar zuvor ins Museum verbracht, dort gingen sie allerdings im Zweiten Weltkrieg verloren, sodass uns heute nur noch Fotografien geblieben sind. Bleibt noch ein letztes Gebäude, das ich euch zeigen möchte.
Es handelt sich um ein kleines, unscheinbares Fachwerkhaus an der Einmündung der Wissstraße in den Markt. Wer nur einen flüchtigen Blick auf dieses wohl um 1550 erbaute Gebäude werfen würde, der würde wohl achtlos weitergehen. Doch wer damals seinen Blick nach oben auf den Giebel gerichtet hat, der konnte wahrlich etwas Besonderes entdecken. Hier im Modell ist dieser Effekt leider kaum nachzubilden. Der Giebel war im Ziegelfachwerk errichtet und ein Großteil dieser Ziegel war glasiert und mit Motiven und farbigen Mustern versehen. Wer sich nun von euch fragt, woher wir das so genau wissen. Neben einigen wenigen Detailfotos und Beschreibungen ist beim Abbruch 1932 auch ein Gefache dem Museum übergeben worden und dieses ist bis heute erhalten. Wer schon einmal in der Ausstellung des Museums für Kunst und Kulturgeschichte war, hat es vielleicht dort entdecken können, dieses besondere Stück Alt-Dortmunds. Das war es auch soweit an dieser Stelle. Ich wollte heute nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern nur einen allgemeinen Überblick geben. Zudem ist das Video auch schon jetzt etwas länger als geplant. Gegebenenfalls mache ich aber, wenn euch dieses hier gefallen hat, auch nochmal zu Einzelthemen separate Videos. Bei Gelegenheit gibt es aber auch wieder eine klassische Kamerafahrt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Stadtgeschichte. Bis zum nächsten Mal.